Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecilia und herzlich willkommen zurück zu Crash, Herrscher Mutanten. Wir treten jetzt das Gefängnis, nachdem wir im letzten Part komplett gefällt hatten, durch den Gletscher geschlittert sind und ja, kann nur besser werden. Versuch etwas über Ninas Schule herauszufinden. Ich versuche es, ja. Oh nein, komm, gib mir den Titan, bitte. Mit dir finde ich es viel leichter zurückzuschleudern. Take this! Zurück zur Absender! Ich hab das nicht bestellt! Ich hatte keinen Todeswunsch, ich wollte kein Energieprojekt hier in mein Gesicht bekommen. Sorry. Soll ich an jemand anderen wenden? Ich glaube, derjenige, der es haben wollte, das bestellt hat, das war Dr. Neo Cortex. Will ich nochmal bei denen nachfragen? Okay. Na, ihr Süßen? Ich finde die voll süß, das sind meine Lieblingsgegner. Die haben auch so einen wunderschönen Herzlaser, richtig cute. Wo die Crash mit stunnen können. So, wenn Crash sich da tatsächlich drin befindet, ist halt bewegungsunfähig und kriegt wahrscheinlich den einen oder anderen Hit dann ab. Ganz witzig. Wow, was war das für eine Kombo? Heftig, habe ich das gemacht? Ich würde denken, wie so eine Custom-Kombo. Das war cool. Oh no. Das war cool und jetzt ist es nicht mehr cool. Oh nein, was ist das denn? Kletterparcours Deluxe. Zum Glück ist die Kletterstolke so toll. Ja, ich weiß auch nicht, wer da jetzt gewusst hat, aber ich war was in Luft. Hört ihr das? Haben wir. Was ist das? Mit Multiplikator mal 2, oh mein Gott. Das war insane. In Sahnesoße. Hä? Leute, jetzt ist das Geräusch weg. Da war doch irgendein Secret. Die Frage ist wo? Secret? Secret? Ah, guck an. Hey, ohne Scheiß, das hätte ich nicht gefunden, wenn es nicht dieses Geräusch gegeben hätte. Danke fürs Geräusch. Ich wollte meine Eltern grüßen und das Geräusch. Das Geräusch von meinem ständigen Begleiter. Es hat mir so viel im Leben geholfen und ohne das Geräusch wäre ich nicht die Person, die ich jetzt bin. Oh nee. Ich glaube, ich habe wieder die positiven Tage. Das Leben der Frau ist so. Du hast Stimmungsschwankungen. Und dann gibt es solche Momente, wo du komplett crazy und lustig drauf bist und genau das Gegenteil. Und heute ist wieder so ein Tag, wo ich crazy bin. Was ich immer sehr feiere, wenn ich dann Let's Play. Was dann mal lustige Parts sind. Während du kletterst, kannst du zu anderen Kletterbereichen springen. Drück einfach die Springentaste, wenn du in Position bist. Ja, Aquaku, ich habe jetzt erstmal mein Power-Up. Kraft-Upgrade. Crash braucht nie ins Fitnessstudio gehen. Der kriegt einfach sein Kraft-Upgrade. Oh Gott, das ist tatsächlich eine ganz coole Idee. Sie soll mit dem Hintergrund arbeiten. Hat Oddworld damals aufgebracht und populär wurde sowas durch Donkey Country Returns. Wobei, eigentlich hatte schon Wario Land für Virtual Boy gemacht. Virtual Boy Wario Land. Gab's es auch schon. Hintergrund, Vordergrund. Aber es war halt der Virtual Boy. Es ist halt so eine Konsole, die man gerne nicht erwähnt. Ja, auf Virtual Boy Wario Land ist eigentlich ein ganz gutes Spiel. Let's Play ich vielleicht auch mal irgendwann. Ich weiß nicht, wie der Virtual Boy Emulator ist. Naja. Bald sind wir wieder beim geheimen Nordeingang der bösen Schule. Diese Freaks und Mutanten sind perfekt für die Wissenschaftsausstellung der bösen Schule. Nina wird damit zu Mittelmäßigkeit verurteilt. Hörst du das, Crash? Der Eingang der Schule muss beim Rattendorf sein. Toll. Jetzt sind wir komplett um den Kreis gelaufen, haben nicht wirklich was erreicht und der Eingang zur bösen Schule von Nina war direkt nebenan. Toll, oder? Sehen wir mich an die eine SpongeBob-Folge, wo SpongeBob den Grill von Plankton die ganze Zeit verschoben hat? Nee, umgekehrt. Wo Plankton den Grill von sich verschoben hat und SpongeBob sich wohlfühlen wollte im Abfalleimer und dann noch ein Stück, noch ein Stück. Ja, genau da. Und das hat er einmal komplett rumgeschoben und es stand da genau da, wo er am Anfang auch war. Cortex,
Kannst du bitte leise sein? Nein, das kann ich nicht zerstören. In Crash of the Titans konntest du diese Lautsprecher zerstören. Da war es, glaube ich, mein Engine, der durchgesprochen hat. Ich glaube, hier gibt es einen Boss. Oh nein, Boss. Ich bin so ein liebes Mädchen. Quasi die machen, das haben die Girls in der Schule auch immer gemacht. Also bei mir. Das ist ein neuer Titan. Da oben sehe ich schon neuen Titan, Leute. Der ist richtig cool. Freut euch auf den. Der ist witzig. Das ist Donald Duck auf kompletten Drogentrip. Wenn man Anton und Donald Duck kombiniert, kommt das raus. Ja. Yep. Ich weiß gar nicht, wie man es hier machen muss, aber ich töte den mal. Weil ich so ein Bad Girl heute bin. Ja, Autschi! Warum tut mir Wasser weh? Das ist doch nur Wasser. Sag mal, verarscht mich das Spiel schon wieder? Und nun? Jetzt wird das eingefroren. Wow, ich bin so ein tolles Girl. Jetzt wird das eingefroren. Was habe ich davon? Richtig. Nichts. Seriously, was bringt mir das? Oh Mann. Hä? Warum kommt hier kein Wasser raus? Oh Leute, es muss doch irgendwas bringen. Ach, Sion. Ich war mal wieder blind. Ich war einfach nur blind. Manchmal bin ich so verpeilt. Es tut mir leid. Da ist noch so ein Schalter. Ach, das aus ihm. Was? Was machst du aus mir? Was machst du aus mir? Zack. Goodbye. It's all over for you. Ja, ich glaube, die Radzapfen sind hier, falls du den wieder verlierst, dass du einen neuen bekommen kannst. Ich glaube, ich hätte nur das hier einfrieren müssen, weil hier ist wieder ein Schalter. Katsching! Und jetzt kommen wir nicht da hoch. Und da oben in der Hand oder was das auch immer darstellen soll. Da ist tatsächlich der neue Titan. Wird lustig. Nein, lass mich. Ich will nicht. Keine Lust mit dir rumzuspielen. Hallo? Ich kann das tatsächlich zerstören. Ja. Guckt euch das Michael Jackson an. Gibt auch irgendwie so ein Pokémon, was auch so ein Embryo ist, sag ich mal. Embryo? Monozyto heißt es, wie ich glaube. Wow. Und er kann ein bisschen schweben. Mit Hilfe der telekinetischen Kräfte dieses Typen bewegen könntest. Toll. Ich komme trotzdem nicht da dran. Doch, komme ich doch. Okay. Cool. Ja, wie gesagt, das ist Donald Duck und Anton. Kombiniert. Die Sounds von Donald Duck und die Psychokinesen-Sachen von Anton. Mann, ich will das jetzt bewegen. Wie geht das? Mann! Wie geht das? Mann. Oh. Ich glaube, ich habe schon ausgelöst. Deswegen ging es nicht. Haha, Free. Das ist hier. Du bist so dämlich. Was kann ich runterziehen? Gut, dass ich mit Entertainment beschäftigt war und nicht aufgepasst habe. Oh. Ach so, hier wahrscheinlich. Ja! Die sind so süß. I love them so much. Eben konnte er schweben. Ich schwöre bei Gott. Ich schwöre beim lieben Gott. Eben konnte er schweben. Muss ich mashen? Wie geht das? So. Ich sage euch jetzt, dass man den Kristall nicht braucht.
ich sage euch jetzt, dass man den Kristall braucht. Habe ich ja gleich gesagt. Aber ich wollte ja nicht hören. Ist ich hier, dann braucht den Kristall gar nicht. Ich bin so bescheuert, sorry. Okay. Das Problem von dem Donald Duck, sag ich jetzt mal. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Lass uns mal schauen, wie der heißt. Ist, dass der im Kampf nicht wieder nützlich ist. TK. Weißt du, es gibt PK, PK Fire von Ness und das ist jetzt TK. Ja, okay. Weil der kann halt nicht wirklich was. Kann er nur Psychokinesis, das war's. Mehr kann er nicht. Er hat die Macht. Möge die Macht mit dir sein. Ja, ihr könnt halt natürlich ein bisschen trollen. Hier, TNT-Kiste. Für dich. Special Geschenk. Hat ja super funktioniert. Aber die Steuerung ist natürlich auch schrecklich. Ja, wow. Wow. Einwandfrei. Also zum Kämpfen ist der wirklich nicht gut. Aber das ist ein cooler neuer Titan in sich. Den gab es in Titans nicht. Was relativ schade ist. Weil das Konzept von dem an sich ja cool ist. Nein, nein. Komm, TNT-Kiste. Ich sagte, komm, TNT-Kiste. Es wird nichts, Leute. Cool, der tötet sich selbst. Was ist das für ein Suizid? Gefährdeter. Und das Dumme ist, die können schießen. Ich kann das nicht. Toll, oder? Das hasse ich nämlich auch an dem Spiel. Die Gegner können mehr als man selbst. Toll, oder? Das ist nicht fair. Die Gegner können mit den Titanen mehr als man selbst. Das ist komplett bescheuert. Weißt du, denkst du die ganze Zeit so, Mann, ich will das auch können, aber du kannst es halt nicht. Zieh diese Blöcke da von der Wand weg. Wie aktiviere ich das Gitter da? Da war auch eindeutig so ein Gitter. Hallo? Wie aktiviere ich das? Really, wie aktiviert man das? Ist hier vielleicht ein Schalter? Mann, hier muss doch was sein. Tatsächlich. Oh shit. Ich glaube, ich muss jetzt tatsächlich den Kämpfer hier lassen. Das ist halt voll der gute Kämpfer. Ich muss den jetzt hier stehen lassen. Weil ich glaube, nur hiermit kann ich das Gitter da hinten öffnen. Was uns tatsächlich ein Gesundheitsupgrade gibt. Sollte man nicht ignorieren. Didim. Sind noch da? Nein, natürlich nicht. Mann! Und dieser Titan ist auch relativ schnell. Ist ganz cool aus. Yay! Gesundheitsupgrade. Das Schöne ist, jetzt könnte man natürlich mit dem schon backtracken. Aber das Backtracking mache ich erst gegen Ende des Spiels. Weil dann hat man tatsächlich ein paar Abkürzungsmöglichkeiten. Ja! Ach so, jetzt sind wir hier. Das ist ja cool. Wie das TNT gegen die Eiswand werfen. Ich wollte gerade sagen, das TNT ist gerade weg. Okay. Sehe es am öffnen dich. Ja toll, wo geht das jetzt hin? Ein Weg nach London. Oh nein. Oh nein. Ich glaube, es geht nochmal über einen Gletscher. Oh Leute. Diese Eiswelt, die ist auch so gigantisch. Oh nein. Da ist so ein Tower, das haben wir schon im Sumpf gesehen. Und mit diesen Titanen können wir es einfach umwerfen. Oh, sie sind ja wieder so umwerfend. Ich bin immer umwerfend. Wisst ihr doch. Wupp. Komm her. Wups. Oh, da ist eine TNT-Kiste. Sorry, hab ich nicht gesehen. Oh, guck mal hier. Willst du nicht die TNT-Kiste berühren? Sieht so verlockend aus. Super. So stelle ich mir brave Gegner vor. Stormers, du hast wirklich keinen Angriff. Du hast nur diesen Psychokinese-Scheiß. Und halt diesen Aufladeangriff. Wow. Dieser Titan kann halt nichts. Mann. Oh. Selbst Sachen zerstören dort ewig. Guckt euch das mal an. Oh. Ja, was willst du machen? Geht doch nicht anders. Ich hoffe nur, dass wir jetzt den Radzapfen nicht brauchen. Weil irgendwie habe ich so ein schlechtes Gefühl gerade. Ich glaube, den brauchen wir. Verdammt. Das schlimmste Fall ist, muss ich backtracken.
Komm, ich habe ein Geschenk für euch. Oh Gott. Ist schon ganz witzig. Deswegen sind die TNT-Kisten noch hier. Weil die ganz genau wissen, wow, dieser Titan, der kann sich halt nicht wehren. Der braucht die TNT-Kisten. Und ihr habt gedacht, ich falle in den Abgrund. Träum weiter. So schlecht bin ich auch nicht. Mann, ich will nicht kämpfen mit dem. Komm, Crash, du kannst es doch besser. Ohne Scheiß, ich will diesen Titan nicht benutzen. Ich mag den zwar, aber ich will ihn nicht benutzen. Das ist kacke im Kampf. Was ist denn da? Oh nein, warum geht das alles unter? Da war auch bestimmt ein Secret. Oh Mann, dieser Titan. Wie findet ihr den? Ich finde ihn voll lustig. Aber das war's auch. Lustig heißt ja nicht gut. Aber der bereicherte das Gameplay. Du kannst einige Rätsel mit dir machen, Schalter aktivieren. Und halt diese Plattformrätsel. Kannst auch nur mit dem machen. Was ich halt ganz cool finde. Oh, hier ist ja noch so ein Ding. Fehlt ja nur noch eine. Fehlt nur noch eine oder haben wir schon alle? We will find out. Ja! Ja! Diese Geräusche, die Titanen machen. Und der ist der Cuteste. Tatsächlich, wir haben alle gefunden. First try, Leute. Guck, da muss ich hier schon mal nicht mehr backtracken. Doch, für diese Crash-Grabscher, falls ich da einen vergessen habe. Die sind ja überall verteilt. Ohne Scheiß, warum sind das Tetris-Block? Warum ist das ein L wie Luigi? Ein L wie Luigi. Ich glaube, wir müssen so geschickt zwischen Crash und den TK wechseln. Ich mag den Namen nicht, TK. Hallo Crash. Kein Rückwärtshalter, will es nicht machen. Will er nicht machen, gut. Dann müssen wir es so machen. Dann muss ich nur zu helfen wissen. Okay. Weil ich den Namen nicht mag, nenne ich den wahrscheinlich immer Donald Duck oder so. Sei einfach ein bisschen persönlicher und der wäre gerne Michael Jackson. Das ist schon ein Titan mit ziemlich viel Charakter, wie ich finde. Ah, was war das? Wir werden beschossen. Ich glaube, der Hund ist jetzt tatsächlich ein TK gespawnt. Ein neuer. Oh nee, nicht, dass du mich jetzt hier die ganze Zeit nervt. Plattform, erhebe dich. Nein, ich sagte Plattform, erhebe dich. Geht nicht mehr, was? Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Okay. Komische Physik, definitiv sehr merkwürdig. Aber okay. Wo sind wir denn hier? Ein äußerst merkwürdiger Abschnitt, wenn ihr mich fragt. Kriege ich das kaputt oder brauchen wir dafür einen anderen Titan? Ich glaube, das kriege ich nicht kaputt. Doch. Da geht es doch sicherlich weiter. Ich möchte erst mal schauen, was da auf der anderen Seite ist. Zum Glück ist der voll schnell. Wow, mal zwei. Sag nicht das alles. Das kann doch nicht alles sein. Ja, guck. Sag ich ja. Wow, der hat tatsächlich ein Kraft-Upgrade bekommen. Das kann er auch gebrauchen. Trotzdem werde ich ihn nicht im Kampf benutzen. Selbst Crash. Ein ungelevelter Crash Bandicoot ist besser als er. Ach, jetzt kommen wir hier raus. Ist auf das Dorf. Und da ist ein Block. Ja. Da haben wir direkt einen kleinen Mini-Auftrag, den wir machen können. Habt ihr das gesehen? Da war eine Puppe. Ich will da hin. Ich will die Puppe. Mann. Was wollen die denn? Er sagt, dass ihn ein telekinetisches Huhn nicht sonderlich beeindruckt. Aber mich, das Ding ist klasse. Schön. Was beeindruckt dich denn? Keine Ahnung, was der für Probleme hat. Ich erinnere mich, die hatten sie im Gefängnis. Das Gruseligste, was je aus einem Ei kam, in letzter Zeit etwas. Die reagieren nur alle auf die neuen Titanen. Was ist das denn? Das sieht ja aus, als hätte jemand ein Hühnerhirn in die Mikrowelle getan. Findest du nicht?
Sieht auf jeden Fall cooler, uniker und toller aus als du. Sorry für meine Ehrlichkeit. So bin ich nun mal. Manchmal bin ich richtiges Bad Girl. So, hier oben. Fahrt tatsächlich nur dieser Block, den wir jetzt auch verschieben können. Und tschüss. Goodbye. Ich weiß nicht genau, was es bewirkt, aber here we go, I guess. Was hat das jetzt gemacht? Hä? Seriously, was hat das jetzt gemacht? Ein Schalter, der nichts bewirkt. Weltklasse, Leute. Weltklasse. Ein Gesundheitsupgrade. Das will ich schon haben. Really, ich will das haben. Nein. Boah, scheiße, wie kommen wir denn drauf? To be honest, ich weiß das wirklich nicht. Wahrscheinlich mit den Titanen. Aber muss ja perfekt springen. Okay. Ich bin halt immer perfekt. Wisst ihr ja. Jetzt wollen wir Mist, was hat das gebracht? Wow, ich habe einen Schalter aktiviert. Das soll wieder schlechtes Game Design. Du aktivierst was? Du hast aber nichts gesagt, was letztendlich gebracht hat. Ah, ich glaube, ich habe es gefunden. Ah, ich glaube nicht, dass die Plattform vorher da war. Wir haben hier eine Plattform. Ja. Nein, ich will da hoch. Danke. Genau, und hier bekommen wir den Crash-Grabscher. Nummer 4. 4 von 13. 13 Stück. Oh Gott, das bringt Unglück. Ich glaube, die 1 sammeln ist nicht schlau. Das bringt Unglück. Das ist die 13. Das ist die 13. Die Bösenschule muss auf der anderen Seite des Tores sein. Zum Öffnen brauchen wir einen wirbelnden Mutanten. Oh, das ist auch ein Problem. Solltest du nicht in die Wüste gehen? Da könntest du jede Menge fieser Typen verhauen. Und die wirbeln genau wie du rum. Das ist ein Problem. Hier brauchen wir tatsächlich so ein Rhino-Roller. Die gibt es nur in der Wüste. Der TK bringt letzten Endes nichts. Toll, ne? Jetzt müssen wir den ganzen Weg zurück. Und hier beginnt das Spiel nämlich schlecht zu sein. Und jetzt müssen wir den ganzen Weg zurück. Ja, oh nein, das ist kacke hier. Mann, was haben sie dabei gedacht? Oh. Leute, wir müssen den ganzen Weg zurück. Und das mit dieser blöden Perspektive, wo man nichts sieht. Aber so, die Perspektive hat schon einen kleinen Quit-Status, weil es gibt ja diese Wegrennen-Level in allen Crash Bandicoot-Spielen, Wegrennen vom Eisbären, Wegrennen von der Felsenkugel. Trotzdem. Oh Gott. Und er fällt. Ja. Ich weiß schon, warum ich das mal erstmal mit Crash gemacht habe. Mach das bitte nicht mit den Titanen, ihr schafft es eh nicht. Mit den Titanen geht das nicht. Oh, hier kann ich natürlich jetzt abkürzen. Was natürlich eine coole Sache ist. La la la, la la la. Vielleicht finden wir jetzt hier noch irgendein Secret, wo wir vorher nicht hinkommen. Wenn unser TK fehlte. Das war noch in diesem Part. Das kleine Bonus. Nein, ich muss es wieder umdrehen. Das war noch als... Oh, diese Steuerung. Das war noch als Bonus, weil... Klar. Mit so einem blöden Rückweg möchte ich den Part nicht beginnen. Hey, das war ziemlich skillig. Speedrun! Tschüss! Jetzt rushe ich natürlich, weil wir es euch schon gesehen haben. Ist ja nichts Besonderes. Das ist aber was Besonderes. Nein, das machst du nicht! Gott, wie lange wir schon wirbeln können. Das ist actually amazing. Love it. Und wir haben ihn. Ich weiß nicht, ob wir den brauchen. Ich glaube, wir brauchen den tatsächlich, um zurückzukommen. Boah, und der Typ ist fast komplett gelevelt. Das ist actually ziemlich witzig. Ich habe die anderen Titanen, Magmadon und Kay so wenig benutzt, dass der Typ hier schon fast komplett gelevelt ist. Wow. Das ist traurig. Zeigt mal auf, wie schlecht Magmador und TK im Kampf sind. Das man die einfach nie verwenden möchte. Tschüss. Goodbye. Ohne Scheiß. Nee, der brauchst du noch mehr als 10.000. Seriously? Ich wollte schon sagen, hier ist bestimmt eine Puppe, aber es war nur so ein Ding. Das war den wunderschönen Schneemann zerstören.
Hey ho, Frosty, the Snowman. Hätte ich Schneemänner waren aber beim letzten Mal noch nicht hier. Hätte ich Schneemänner gebaut. Cortex, ich wusste es, du warst das. Guck, der ist jetzt schon maximal gelevelt, das ist nicht lustig. Gut, dann kann ich ja den Rest, wenn ich K einsammeln. Yay! Nice! Darf ich anmerken, dass es ziemlich umständlich ist, mit dem Sachen zu zerstören? Oh Gott. Ah, ich dachte, das geht kaputt. Ich glaube, beim letzten Mal war es auch einfrieren. Jetzt sind es einfach so Eisschollen. Kleine Veränderungen hier. Okidok. Ja! Guck, jetzt sind wir ja schon fast da. Das war ziemlich witzig, weil jetzt haben wir tatsächlich das Kostüm freigeschaltet. Jetzt könnte ich Crash im Outfit von so Radzapfen machen. Ich könnte ja auch mal, wenn ich wieder zurück bin, das Outfit wechseln. Muss ja nicht Radzapfen-Outfit sein, es gab ja noch rote Hose mit Crash und. Das könnte man benutzen. Ich lasse den jetzt gleich, weil ich glaube, mit dem TK braucht man jetzt. Weil irgendetwas bewirken muss. Nein! 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 Okay. Ich kann mich komischerweise raus befreien. Das war weird. Nein! Autschi! Oh Gott. Das war strong. Hör auf damit. Oh Gott. Okay. If you can't beat them, join them. Tschüss. Hau mich gleich so. Ohne Scheiß. Kannst du mir einen TK besiegen? Oh shit. Die Blöcke waren nur letztes Mal noch nicht da, oder? Ich kann ihn nicht mehr verschieben. Warum kann ich sie nicht verschieben? Guck mal, wie buggy das ist. Jesus. Jesus. Wie buggy das ist. So unglaublich. Guckt euch das an. Backe, backe Kuchen. Jetzt kann ich da oben hoch und da ist bestimmt irgendwas. Ich sehe auch schon, was es ist. Ein Gesundheitsupgrade. Supi. Cool. Das nehme ich doch dankend an. Das hat nur für Crash. Wer jetzt denkt, Gesundheitsupgrade, bekommen bestimmt die anderen Titanen auch mehr Lebensenergie. Das stimmt nicht. Das ist nur für Crash. Das ist doch Bescheid. Husch. Goodbye. Nee, die will ich nicht besiegen mit dem. Der Typ ist ja viel zu langsam. Und ich sehe jetzt noch kein TNT-Kissen. Weil dieser Levelbereich ja natürlich nicht mehr auf den TK ausgelegt ist. Was andere war ja wirklich ausgelegt auf den TK, von über TNT-Kissen, die du benutzen konntest. Tja. Hier hingegen nicht mehr. Guck mal, wie ich hier durchrushe. Echt, jetzt wird das Spiel 100-mal durchgespielt. Was definitiv nicht der Fall ist. Ich werde nicht lebensmüde. Hallo? Hallo? Die Block- und Kampffysik in dem Spiel ist sehr, sehr schlecht. Das habe ich auch schon mal gesagt. Ich komme mit dir und die können die einfach mit in den Kombo blocken. Finde nicht gut. Doch blöd. Zack, zack. Ja, die ganzen Watercoins sind natürlich jetzt für die Cuts, weil der Typ schon maximal gelevelt ist. Da müssen wir später auch nochmal mit dem Rhino rollen. Was komplett kein Problem ist, weil wir ja da sowieso nochmal hin müssen. Zu der bösen Schule. Dafür brauchen wir ja den Roller. Und dafür geht's ja jetzt in die Wüste. Was heißt jetzt im nächsten Part? Wo kommen wir jetzt eigentlich mal raus? Ach, hier sind wir. Zurück zur Wumpeinsel. Wir müssen zum Tempel-Kolosseum. Du musst da durch, um in die Wüste. Tempel-Kolosseum ist bei Engine. Warum wird jetzt die Karte aufgerufen? Ich hab das nicht gedrückt. Ich schwöre bei Gott. Ich habe es nicht gedrückt. Die Wüste erreichen. Yay! Jetzt werden die Spielerin der Spieler weiß, wo die Wüste direkt ist. Ich habe ja Tempel-Kolosseum gesagt, aber. Musst du auch wissen, dass das gemeint ist. Und das ist nicht mehr gemeint, was ich dachte, weil jetzt sollen wir plötzlich wieder da hin. Was? Ich werde auf jeden Fall noch bis Crash sein Haus und. Ja.
Genau. Da wächst beim nächsten Part das Outfit. Neuer Anstrich und gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich bin gespannt. Ich freue mich. Gut, Leute. Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr es wieder gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissy. Ciao. Oh, hallo, du bist ja immer noch da. Freue mich, dass du mich nicht einfach so im Stich gelassen hast und das Video bis zum Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Und wenn du immer noch nicht genug von mir kriegen kannst, dann befindet sich hier oben die Playlist zur Videoreihe. Hier darunter befindet sich eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier kannst du abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Außerdem kannst du natürlich mir auch noch auf den Social Media folgen. Bei Instagram, bei Twitter, bei Discord und bei Facebook und auch bei Twitch. Alle Links in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal. Viel Spaß!